Toxische Beziehungen, wie kann ich sie entweder heilsam beenden oder harmonisch weiterführen, dass wir beide heilen und eine normale Beziehung führen? Wie geht das? In diesem Video werde ich dir das kurz zusammenfassen. Ja, was es für Möglichkeiten gibt, mit toxischen Beziehungen umzugehen. Inspiriert wurde ich übrigens auf Instagram. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen und mir dort auch schreiben. Da mache ich regelmäßig Fragerunden und ja, ich kann nicht alle Fragen beantworten und manche beantworte ich dann hier auf YouTube mit einem langen Video. Wenn wir uns Beziehungen anschauen, Beziehungen sind nie zufällig. Ja, man trifft sich nicht einfach zufällig. Es hat immer alles einen höheren Sinn. Immer wenn wir uns auf einen Menschen einlassen, dann auch nur, weil dieser Mensch in unser Energiefeld reinpasst und die Traumas, die ungelösten schmerzlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit, aus der frühen Kindheit, sogar vielleicht aus der Schwangerschaft, was wir im Bauch der Mama alles erlebt haben, ne, wenn die Mama nicht glücklich war, Schläge erlebt hat, was auch immer. Diese ungelösten Traumata, die in uns drinstecken, die wird dieser Partner irgendwann antriggern. Es sei denn, der andere Partner ist so mit seinen Emotionen nicht mit sich, wie heißt das, verbunden. Gibt es auch Beziehungen, die eigentlich nur nebeneinander herleben, sich gar nicht triggern und ganz neutral sind. Und das ist auch nicht wirklich normal, obwohl was ist normal? Normal wäre eine Beziehung, wo man sich in die Augen schauen kann, wo man miteinander sprechen kann, wo man ja, die Emotionen zulassen kann, ohne irgendwie was zu unterdrücken. Und die meisten Beziehungen, die wir so um uns herum sehen, da wird ganz, ganz viel unterdrückt, ganz viel kompensiert. Das Thema ist jetzt das, wenn ich mit einer toxischen Beziehung bin, was kann ich denn da tun? Wie komme ich da raus? Oder wie kann ich sie heilsam weiterführen, dass wir gegenseitig heilen? Toxisch ist diese Beziehung, weil irgendetwas mal in der Vergangenheit bei dir toxisch war. Ja, heißt nicht, dass du toxisch bist. Kann sein, dass du toxische Eltern hattest oder ja, du weißt, was ich meine. Da muss irgendeine Wunde in dir sein. Deswegen hast du diesen Menschen da, der dich gerade triggert. Die Herausforderung ist jetzt, dem anderen nichts großartig vorzuhalten. Wenn du es machen möchtest, ist es ja auch okay. Aber jetzt nicht mit voller Groll zu kämpfen, mit dem Widerstand, sondern zu überlegen, okay, anzukommen und anzuerkennen, ich habe diese Beziehung jetzt in meinem Leben, weil sie mir irgendetwas zeigen möchte. Ich kann jetzt hier persönlich wachsen, so sehr es auch wehtut. Meistens, wenn es wehtut und wir es achtsam und bewusst anschauen, wachsen wir am meisten. In einer Beziehung, die nicht so gut läuft, also wenn du geschlagen wirst, wenn da ganz viel Gewalt ist, auf jeden Fall raus. Ja, da nützt gar kein spiritueller Kram hier oder sonst welche Tipps. Da sollte man wirklich raus, unbedingt. Aber auch therapeutisch sich begleiten lassen. Von einem professionellen Therapeuten sich psychisch unterstützen lassen, um zu schauen, warum habe ich mir das angezogen und was kann ich jetzt tun in Zukunft, um da in die Heilung zu gehen und nicht mehr solche Menschen anzuziehen. Klingelt's gerade. Ich mache das Video zum dritten Mal und jedes Mal war irgendwas. Ich mache es jetzt trotzdem weiter. Denn wenn wir in solche Beziehungsmuster reinfallen, sollten wir unbedingt schon schauen, ist da irgendetwas in mir, was ich heilen kann? Was war denn da in der Vergangenheit? Kenne ich dieses Gefühlsmuster irgendwo her? Habe ich das schon mal durchlebt? Das vergessen wir oft. Weil wir sind so im Außen mit dieser Beziehung konfrontiert, mit dem, was passiert, dass wir unsere Emotionen gar nicht wirklich beachten. Und diese Emotion wiederholt sich aber gerade nur. Die war schon mal da. Und wenn wir das mit dem jetzt nicht klären und der ist weg oder sie ist weg, kommt der nächste Partner, ist die Emotion immer noch da und die wird wieder auftauchen, ja? In dem Beziehungskontext Partner oder Chef oder Kollege oder Nachbar oder Freund. Es wird irgendwo nochmal auftauchen. Deswegen da unbedingt hinschauen. Was kannst du aber jetzt konkret machen in der Beziehung, um in die Heilung zu gehen und um eine Lösung zu finden? Das Wichtigste ist, ich hätte ja eben gesagt, wenn da Gewalt ist, auf jeden Fall raus aus der Beziehung. Wenn du nicht die Kraft hast, such dir Hilfe. Es gibt immer irgendwo im Internet online Telefone, wo man anrufen kann, wo man raus kann. Also das muss sich niemand antun. Gewalt muss sich niemand antun. Auch wenn du mehrere Kinder hast. Es gibt, wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo es Unterstützung gibt, wo man raus kann, wo man auch geschützt werden kann, falls der Partner wirklich ja, mit Drohungen und sowas ankommt. Das ist eine sehr, sehr vergiftete Beziehung. Und da hilft nichts jetzt hier, das, was ich da erzähle. Wenn ein Partner einfach draufhaut, bringt es nichts. Und auch die Beziehung, wo der Partner gar nicht mit dir kommunizieren möchte, ist auch keine Beziehung. Das ist keine Beziehung. Da kommst du auch nicht weiter. Was du tun kannst konkret ist, einen Weg zu finden, mit deinem Partner zu reden. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist. Es gibt genug Männer, die wollen nicht so wirklich reden, aber auch nicht, weil sie schlecht sind, sondern
weil sie es auch so in der Kindheit gelernt haben, sich zurückzuziehen und nicht in Kommunikation zu sein. Es gibt aber auch genug Frauen, denen es sehr schwerfällt, in Kommunikation zu bleiben. Jetzt muss ich gerade gucken, ob er hier noch aufnimmt. Ja. Der Punkt wäre jetzt der, zu schauen, entweder mit Hilfe von einer Begleitung, Coaching, Psychotherapie, Therapeut, gucken, wo du dich wohlfühlst. Und dann, oder alleine. Man kann es auch alleine machen. Man braucht nicht einen Therapeuten von draußen. Einen Weg miteinander zu finden, für 5 Minuten ehrlich und offen seine Meinung zu sagen. Und jetzt passt auf. Nicht einfach um die Ohren hauen, sondern, ich mache ein Beispiel, ich setze mich mit meinem Mann zusammen, sage, gut, ich möchte jetzt, also man sollte auch einen Moment finden, wo man darüber reden kann. Wenn ihr immer oft gestresst seid, schreibt euch gegenseitig einen Brief. Ich hätte gerne am Freitag um 18 Uhr, wenn du die Zeit hast, dass wir uns mal 10 Minuten draußen auf eine Bank setzen und würde gerne einfach mit dir sein. So. Wenn du schon sagst, ich will mit dir reden, das ist schon mal ein Alarm für viele Männer. Also nicht dieses, ich will mit dir reden. Und dann, dass ihr das einführt, oh Gott, ich trippel hier so rum und hoffe aber, dass ihr mich versteht, dass ihr das so einführt, dass mindestens einmal die Woche man sich gegenseitig also das erzählt, was im Körper ist. Was fühle ich und was denke ich? Ohne den anderen aber anzugreifen und ohne vom anderen zu erwarten, dass er jetzt das gut macht, dass er jetzt etwas anders macht, dass er sich rechtfertigt. Keine Schuldzuweisungen. Weil wenn wir anfangen, den anderen Schuldzuweisungen oder dass er sich ja irgendwie, dass er etwas wieder gut machen soll, sind wir wieder im Krieg. Wir wollen ja nicht streiten, sondern wir wollen zeigen, was ist in mir drin. Das heißt, unser Herz öffnen. Und wenn ich das sage, weiß ich, dass das für viele nicht einfach ist. Für mich auch nicht. Wir haben, die meisten von uns, ist das Herz verschlossen. Durch Erziehung, durch Kindheit. Und wenn wir das Herz jetzt öffnen, kann es wieder verletzt werden. Wenn ich jetzt offen und ehrlich sage, was ich fühle und denke, könnte der andere mir da voll reinhauen. Aber deswegen sind wir in einer Beziehung. Wir sind in einer Beziehung, um zu heilen, um uns zu öffnen. Bedeutet, einen Weg zu finden mit deinem Partner, 5 Minuten im Austausch zu sein. Das heißt, du redest 5 Minuten, ich zeige gleich ein Beispiel, und er redet 5 Minuten oder sie redet 5 Minuten. So, und in diesen 5 Minuten, wenn ich jetzt rede, greife ich nicht meinen Mann an, sondern sage, überlege ich mir mal ein Beispiel. Sagen wir mal das Beispiel Einkaufen. So, ich erzähle jetzt, wie ich mich fühle. Gestern warst du einkaufen und ich hatte dich gebeten, dass du mir Salat mitbringst. Und Schrimps. Du hast nur den Salat mitgebracht, aber nicht die Schrimps. Das hat mich traurig gemacht. Ich habe mich verletzt gefühlt. Mein Kopf hat gesagt, das macht er jetzt, weil es die Schrimps 5 Euro kosten und er möchte die 5 Euro nicht ausgeben. Und ich habe mich dann sehr einsam gefühlt in dem Moment. Gestern Abend, als du ins Bett gegangen bist, ohne mir Gute Nacht zu sagen, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich dir unwichtig bin. Ich habe mich sehr traurig gefühlt und mein Kopf hat gesagt, du bist anscheinend nicht attraktiv genug für ihn oder nicht interessant genug für ihn. Merkt ihr gerade, wie ich rede? Das heißt, es geht um mich. Es geht um mich hier. Es geht nicht darum, dass ich ihn angreife, sondern das hat mit mir das gemacht und ich habe das gefühlt. Und so. Und jetzt so ein Gespräch zu führen, braucht Kraft. Es braucht emotionale es braucht emotionale Stabilität. Man kann die erlernen, indem man das öfters und regelmäßig macht. Weil während so einem Gespräch kann es immer wieder kommen, dass der andere sich so getriggert fühlt, dass er dann explodiert und sagt, sag mal, geht's noch? Und dass man sich dann wieder anfängt zu streiten. Und dass man wirklich versucht, miteinander auf Augenhöhe miteinander reden zu können, ohne dass es Konsequenzen gibt. Indem man denkt, so, jetzt explodiert sie oder jetzt wird er natürlich ausrasten, jetzt wird er mir das wieder, er wird es mir wieder irgendwie heimzahlen. Das ist ja keine Beziehung. Das ist schon eine Beziehung, aber es ist eine sehr giftige Beziehung. Und da miteinander einen Weg zu finden, ich wiederhole mich gerade, einen Weg zu finden, miteinander darüber zu reden. Erstmal, vielleicht kannst du auch das Video an deinen Partner schicken. Es geht ja nicht darum, deinen Partner fertig zu machen oder ihn schlecht zu machen. Und davor haben wir alle Angst. Wir haben alle Angst, dass der Partner mich irgendwie angreifen will, schlecht machen will. Ich muss mich hier wieder rechtfertigen. Ich bin hier wieder der Böse, der Schlechte. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir auf Herzensebene uns treffen und nicht die ganze Zeit im Verstand oben sind und uns streiten und im Alltag einfach irgendwie funktionieren. Das ist zwar auch Beziehung, aber keine Beziehung, die wirklich erfüllt.
Und Männer wie Frauen, beide wollen eine erfüllte Beziehung. Egal, was der Mann oder die Frau gerade im Alltag, im Außen macht, mit Fremdgehen, mit Betrügen, mit Lügen, mit dich ignorieren. Im tiefsten Inneren möchten beide eine erfüllte Beziehung haben miteinander. Und was dazwischen ist, sind dieses verschlossene Herz und dieses mich nicht öffnen, was ich wirklich denke und fühle. Ne? Gerade jetzt Männer, die zum Beispiel sehr, sehr viel fremdgehen oder auch Frauen, die das auch machen. Es sind ja keine schlechten Menschen. Das sind einfach sehr, sehr verletzte Menschen, die von Beziehung zu Beziehung springen. Es ist ja keine richtige Beziehung, fremdgehen, um sich irgendwie fühlen zu können. Und trotzdem sind sie unglücklich. Auch wenn sie ständig fremdgehen, heißt das nicht, dass sie erfüllt sind. Sie sind nicht glücklich. Sie verstecken sich. Sie rennen weg. Und gibt es da irgendwie eine Mitte, die wir finden können, um miteinander zu reden, ohne dass wir uns gegenseitig verurteilen dafür, dass du jetzt das fühlst und das denkst? Ja, ich verurteile dich nicht für diesen Gedanken. Das heißt, wenn jetzt dein Partner kommt und sagt, was er fühlt, was er denkt, dass auch du das in dem Moment nicht verurteilst, sagst ja, also sag mal, ja, dass du das fühlst, denkst du wirklich, dass ich das und das denke? Nein, ihn lassen, dem Raum geben. Und das ist ja die Schwierigkeit, solchen Sachen zu erlauben, da sein zu dürfen, dass der andere das denken darf und das fühlt. Er denkt es doch sowieso und er fühlt es doch sowieso. Kann ich ihm erlauben, dass er das mir in die Augen sagt, dass wir miteinander da sitzen, miteinander reden? Und nach dem Gespräch, wie gesagt, nehmt euch die 5 Minuten und guckt, dass ihr da nicht irgendwie ausartet. Deswegen kann man auch guten Therapeuten mit dazu ziehen, wenn du einen Therapeuten findest, der das euch anbietet. Dass ihr dann nach diesen 5 Minuten, die du gesprochen hast, die anderen 5 Minuten, die er gesprochen hat, einfach erstmal sitzen bleibt. In dem Raum. In diesem Raum, egal ob es auf der Parkbank ist, zu Hause ist, wo auch immer, oder im Auto, wo ihr das erstmal dem erlaubt, sich setzen zu dürfen. Dem, was da gerade so rumschwirrt an Emotionen und Gedanken. Und wenn man das öfters macht, wird man irgendwann merken, wir begegnen uns auf einer Ebene, wo wir wirklich offen sind zueinander, wo wir uns respektieren für das, was wir denken und fühlen, für unsere Ängste, für unsere Sorgen. Ne? Ja, Punkt. Punkt. Das ist jetzt etwas, was ich dir mitgebe, was du ohne Therapeut machen kannst. Natürlich könnte man immer wieder jemanden hinzuziehen, wenn es auch ein guter Freund ist, eine gute Freundin, wo ihr wisst, sie ist neutral, wo es oft so schwierig ist. Eine gute Freundin ist nie neutral, aber dass man jemanden findet, der neutral ist und der einfach nur zuhört und dem erlaubt, dass beide reden dürfen, aber nur einschreitet, wenn der andere anfängt anzugreifen und sagt, okay, stopp jetzt. Jetzt machen wir erstmal Pause. Okay? Lass es erstmal setzen, weil diese Angriffe gegenseitig, dann sind wir die ganze Zeit im Krieg. Warum greifen wir uns an? Weil wir im Krieg sind, innerlich mit uns selbst. Sonst würden wir den anderen nicht angreifen. Sind wir in Harmonie mit uns, greifen wir den anderen nicht an. Und das bedeutet nicht, dass der andere böse ist, weil er dich angegriffen hat. Er ist im Krieg mit sich selbst, mit seiner Vergangenheit, mit Dingen, die passiert sind. Und es ist ihm nicht bewusst. Dass wenn du kommst und sagst, ja, guck mal, du greifst mich nur an, weil in dir Krieg ist wegen deiner Kindheit, das wird er ja nicht verstehen. Man braucht ja erstmal dieses Verständnis dafür. Das ist halt noch nicht so wirklich in unserer Gesellschaft angekommen. Wenn du in dieser Hinsicht Hilfe brauchst, Unterstützung brauchst, unten ist ein Link zu meiner Webseite. Ich biete auch hier Begleitung an. Und ja, schreib mir einfach, klick einfach unten und dann wirst du schon weitergeleitet werden. Wenn du weitere Fragen hast, schreib es mir unten rein. Wenn dir das Video geholfen hat, gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.